Also die Energiekrise, die betrifft uns selbstverständlich, die beschäftigt einmal persönlich wie auch als Energieministerin. Ich bin aber zuversichtlich, wenn wir da alle am gleichen Strang ziehen, sparen, dass wir verhindern können, dass so eine Krisenmangellage eintritt. Also meine Empfehlung ist, dass sich jedes Unternehmen Gedanken macht, wo und in welcher Art sie kann konkret gewisse Einsparungen machen und das auch bereits vorbereiten. Die IHK St. Gallen Appenzell und die IHK Thurgau fordern, dass eine Energiemangellage, die sich jetzt abzeichnen könnte, für den nächsten und übernächsten Winter um jeden Preis verhindert werden kann. Zweitens ist mittel- und langfristig die Energieeffizienz maßgeblich überall zu erhöhen. Drittens, das inländische Potenzial bei Energieproduktion ist maximal auszuschöpfen. Und viertens ist eine Kooperation mit Europa für die Energieversorgungssicherheit unabdingbar. Wir sind mit dem Bund, vor allem mit dem Bundesamt für Energie, sehr eng im Austausch, sehr eng im Kontakt. Wir haben gerade letzte Woche ein Gespräch geführt, auch mit den Kantonen. Da sind wir jetzt uns am Koordinieren, einfach da schauen, wer wie wo macht, wie wir da gemeinsam unterwegs sind, dass wir da ein koordiniertes Vorgehen da wäre anstreben. Jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Energieversorgungssicherheit und Energiewende sind aus meiner Sicht kein Spagat, sondern sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Indem wir verstärkt auf einheimische erneuerbare Energien setzen und sorgsam mit der Energie umgehen, indem wir auch die Mobilität auf Elektromobilität umstellen, erreichen wir beides gleichzeitig, Klimaschutz und eine sichere Energieversorgung. Ich glaube, für die Arbeit kann man mitnehmen, dass die Lösungen für die Zukunft und auch für die Energieversorgung der Schweiz die braucht einen Schulterschluss. Parteipolitisch übergreifend. Es geht nicht, wenn man irgendwie Partikularinteressen vertritt. Und ich glaube, das hat die Arbeit gezeigt, dass das möglich ist und dass man gemeinsam eine Lösung schaffen kann.